Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich stehe im ersten DLC vorm ersten Boss und ich denke, ich werde auch nochmal jetzt da reinlaufen. Sie ist ein bisschen so ein random Ding. Ja, also der Kampf ist jetzt nicht besonders, ja, ich wollte sagen spannend. Spannend ist es schon irgendwie, weil es halt so random ist. Man weiß nie, was als nächstes kommt und was jetzt passieren wird. Ja, aber er ist nicht besonders, ja, spaßig. Ist ein bisschen ätzend. Minimal ätzend, die gute Dame, die da unten steht. Ich muss mal gucken, und das mache ich jetzt auch, ob ich nicht irgendwas hab. Ah ja, guck mal hier. Das ist Reparaturpulver. Nee, das will ich nicht. Habe ich nicht irgendwas, was ich auf die Waffe schmeißen kann? Feuer, Magie, Blitz, Gift. Ich nehme mal Blitz. Kann ich das auf die Waffe machen? Nee, kann ich nicht auf die Waffe machen. Warum kann ich das nicht auf die Waffe machen? Was hat denn die Waffe, dass ich das nicht da drauf machen kann? Die kann doch nichts Besonderes. Ah, doch. Es wirkt nutzlos, ist aber in Wahrheit mit einem tödlichen Gift beschichtet. Dann kann es doch Gift. Ah ja, da ist ja. Ah ja, steht ja auch dran. Aber warum stackt das nicht auf ihr? Sie müsste doch dann über Zeit Schaden kriegen irgendwann. Oder nicht? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Ich hoffe nur, ich habe ein bisschen Glück jetzt. Ich muss ein bisschen aufpassen auf diese Explosion. Ansonsten geht's eigentlich. Das Einzige, was mich wirklich so richtig hart killt, ist jedes Mal diese Explosion. Ich glaube, ich sollte nur trinken, wenn sie gerade eine Attacke fertig hat. Ach, Mist. Nee, ach. Ja, das sind halt diese Explosionen, ne? Kommt eine Explosion nach der anderen. Irgendwann weiß man auch nicht mehr, in welche Richtung man ausweichen soll. Probiere ich jetzt mal kurz nochmal den Rauchritter. Nee. Die geht schon. Ich hatte sie ja schon so gut wie tot. Das ist auch mega ärgerlich, dass ich da so abgekackt habe das eine Mal. Ich hätte noch einen Hit gebraucht und war so gierig und wurde dann wieder durch meine Gier. Da hat mich einmal die Gier getötet.
Ach ja, Nonnen, schön. Und dann, ich weiß nicht mal, was ich hier mache, ehrlich gesagt. Es ist so. Bin hier bei irgendwelchen Drachen und keine Ahnung, was dieses DLC mir beibringen will oder sagen will. Ich glaube, in Dark Souls 2 ist das auch ziemlich egal. Da haben die DLCs nicht irgendwie so einen tieferen Sinn. Lore technisch. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist Dark Souls 2 da ja eh außen vor, was die gesamte Dark Souls Lore betrifft. Ach, das kam jetzt. Nee, jetzt kommt der. Jetzt wird's ungemütlich. Jetzt werde ich, eigentlich kann ich direkt sterben, weil ich denke nicht, dass ich hier jetzt noch eine Chance habe. Ach, come on. Im besten Spiel von From Software. Nee, ah, fuck, diese riesen Explosion immer, ne? Mit dem unmenschlichsten Timing, ja. Ah, und dann diese ewige Sauferei. Doch, doch, den könnte ich schon killen. Aber, pff, wenn ich versuche, ihn zu killen, killt mich die Lady. Dann versuche ich lieber gleich, die Lady zu killen. Es kommt aufs Gleiche raus. Weil der Ritter ungefähr gleich viele Schläge brauchen wird, wie ich für die Lady brauche. Also
Ja, Julius, also hi, grüß dich erstmal. Aber zumindest grundsätzlich ist es ja mittlerweile, bin ich nicht mehr so extrem angepisst von dem Spiel. Das Spiel hat es geschafft, dass mir viele Dinge einfach egal sind. Ich versuche nur alle durchzukommen halt irgendwie. Es passieren lustige Dinge, über die ich lachen kann. Desto besser fandest du es. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, habe ich's. Ich habe es auf jeden Fall mal zwischendurch erwähnt. Ich finde Dark Souls 2 nicht so schlimm, wie alle sagen. Ist absolut in Ordnung. Es hat nur ein Weilchen gedauert. Ich denke, man sollte es. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Wenn du irgendwie doch wirklich eine Challenge suchst, solltest du es auf jeden Fall mitnehmen. Ach, shit. Was macht sie? Explodiert, ne? Wenn du dich aber leicht triggern lässt von Dingen, die in Spielen passieren, dann solltest du es vielleicht lieber lassen. Ach ja, guck, genau das meine ich halt, ne? Da brauche ich nicht versuchen, auf den Ritter zu hauen. Weil wenn der Ritter dann. Ach scheiße, ich bin tot. Nee, was? Ich hab's überlebt, lol. Jetzt bin ich tot, weil sie jetzt explodieren lässt. Ja, da kommt die Explosion. Ah, fuck. Ah, geht noch klar. Da kommt die Explosion. Ja. Die Story. Die Story von Dark Souls 2. Ja, jetzt. Also in diesen DLCs habe ich keine Ahnung, was los ist. Dark Souls 2 Story bin ich auf jeden Fall ein bisschen. Nee, ich bin ähnlich. Es ist ähnlich. Kann da ein gewisses 2,5-Stunden-Video zur Lore empfehlen. vom Verständnis her ist es ähnlich wie in Dark Souls 1. Und auch 3. So, was ich verstanden habe an der Story. Man geht halt irgendwo hin und will König werden. So. Und man kriegt ein paar Sachen kriegt man mehr mit. Also gerade mit diesen Riesen und dem König und so, dass der gegen die gekämpft hat und solche Sachen. Das ist ein bisschen logischer und ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen verständlicher für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, von From Software storytechnisch fand ich halt Elden Ring echt gut. Weil da war es wirklich größtenteils so, hat's einen abgeholt irgendwo, aber nicht zu viel, zu detailliert angefangen, dir irgendwelche Sachen zu erklären, sondern es war immer noch recht
kryptisch, nicht kryptisch. Was ist das Wort für so ein bisschen verworren und mysteriös und so, ne? Ah, und das ist halt, dass mich da... Ah, jetzt bin ich tot. Subtil? Weiß nicht, ob subtil da jetzt passt, ehrlich gesagt. Ja, und da, das ist halt bei Dark Souls 2 so mies, dass man nicht mal den... dieses ewige Saufen... Man kann es halt auch nicht canceln, ne? Wenn man drückt, dann... kann man eigentlich schon... davon ausgehen, dass man stirbt. Wenn es im falschen Moment ist. Ja, kryptisch, genau. So nicht zu genau erklärt, sondern es ist immer noch ein bisschen kryptisch und so. Die Elden Ring Lore halt, die meine ich. Das, man versteht immer, man versteht alles, so das, was man wissen muss, um so ein grundsätzliches Wissen zu haben, was man da eigentlich tut. Aber wenn man ins Detail rein will, dann wird's kryptisch. Also nicht, na, eigentlich nicht kryptisch, man muss mal ein bisschen tiefer suchen nach den Informationen, die einen interessieren. Oder man lässt sie sich von anderen Leuten aufarbeiten. Und schaut sich Videos dazu an. Der Weg hierher ist halt auch ein bisschen lang. Der schluckt, glaube ich, fast die meiste Zeit, ne? Ach, ihr beiden, ne? Oh, jetzt bin ich tot. Dass dieses Saufen so lange dauert. Ich hatte gehofft, ich hab den Moment, hab dann aber gemerkt, so, nee, leider doch nicht. Und ich trinke schon wieder im falschen Moment, weil es Trinken einfach 100 Jahre dauert. So, wenn ich jetzt wieder drauf gehe, dann gehe ich zum Rauchritter und versuche den, weil... der ist wenigstens nicht so random wie die. Die Lady hier, das ist wirklich, also das ist... also diese heftige Randomness, die sie macht. So, entweder hat sie Skelette oder diesen Riesenritter oder... dann macht sie 5 Explosionen hintereinander, danach kommen wieder Verfolgergeschosse, dann kommt der Verfolgerfächer, danach wieder 10 Explosionen oder vielleicht auch nur eine oder... dann kommen Skelette oder auch nicht, vielleicht kommt ja dann doch wieder der. Nach dem Angriff weiß man auch nicht, was genau kommt, was das triggert. Das ist alles. Die ist... uff. Beim Rauchritter weiß man wenigstens, was einen erwartet.
Habe ich jetzt Zeit zu trinken oder nicht? Macht sie jetzt das, was schlecht ist für mich zum Trinken oder nicht? Oder? Warum denn jedes Mal dieser dämliche Ritter? Können wir bitte was anderes spawnen lassen? Kannst du wieder die Skelettos spawnen? Da wäre ich dir echt dankbar, gute Dame. Ja, genau. Warum denn jetzt jedes Mal dieser scheiß Ritter, Mann? Spawn doch lieber die Skelettos, die waren cool. Sepp, grüß dich. So, mein gutester Rauchritter. Bist du heute dran? Ist der Tag vielleicht endlich gekommen? Komm, hau zu. Nee. Ah, das war dumm. Nein, scheiße. Servus, Sepp. Alles gut? Bist du heute mit dem Trecker da? Ja, bist einfach übers Feld umgefahren, ha? Hock die hi, genau. Hock die hi, greift dir ein Maus. Du Bazi, du. Die guten Dark Souls Timings, Dark Souls 2 Timings und Hitboxen.
Mist. Nee, ich finde die zweite Phase nicht leichter. Die ist viel schwerer. Warum ist er denn jetzt nicht ins Phase 2 reingegangen? Das verstehe ich gerade gar nicht. Normalerweise geht er doch ungefähr bei der Hälfte in Phase 2. Ich war die ganze Zeit so, wann geht er? Wann kommt Phase 2? Wann kommt Phase 2? Wann kommt Phase 2? Und wurde deswegen auch ein bisschen unaufmerksam. Weil ich eigentlich auf die zweite Phase gewartet habe. Vielleicht wollte er helfen, ja. Hab ihn ja auch schon wirklich oft versucht jetzt mittlerweile. Richtig oft besucht. Besucht, ja. Genau. Ich habe ihn besucht. Hallo gesagt. Guten Tag, Herr Rauchritter. Ich wollte nur mal vorbeikommen zum Hallo sagen, nech? Oh, okay. Ach, guck mal, jetzt macht er Phase 2 aber frühzeitig hier. Autsch. Ja. Ja, 10 Stunden mindestens. War ich schon bei ihm. Also was heißt bei ihm nicht unbedingt? Der Weg ist ja manchmal, verbraucht manchmal mehr Zeit als mein Kampf mit ihm. Aber 10 Stunden kommen bestimmt hin hier in der Ecke. Nach 10 Stunden kennt man sich schon ein bisschen, ja. Diesen Kampf werde ich auch niemals vergessen. Ich glaube, den kann ich in 10 Jahren noch. Setzte mich davor und dann weiß ich, wie der Rauchritter funktioniert. Ach, ich finde das. Das ist. Ich fange schon wieder das Hassen an. Ja. Ich hätte keine zweite Aufnahme heute machen sollen, Dark Souls 2. War eine ganz, ganz schlechte Idee. So eine Stunde geht. Adaptability in Dark Souls 2, das den Estus String Speed verbessert. Nee. 2,2 Sekunden auf 1,9. Das macht natürlich ein bisschen was aus. Nee, haben wir nicht. Also wie gesagt, mittlerweile Dark Souls 2, so viel Backseat Gaming wie ihr wollt. Ich meine, im Titel steht jetzt gerade was anderes, aber das habe ich vergessen wegzumachen.
Also ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht, Sepp. Da schon wieder so ein wilder Treffer in dem Spiel, ey. Ja, und was, welcher Wert ist denn das? Ich dachte, den hätte ich gelevelt. Was ist denn das, welcher Wert? Adaptability. Bewegung. Also das hier. Die Leichtigkeit des Ausweichens und anderer Aktionen. 100 wären gut. Ah, okay. Gibt's nicht noch ein Item, das mir auch das ganze Leben gibt? Ich dachte, ich hätte mal bei irgendwem, hier bei Niki, glaube ich, habe ich gesehen, dass das, dass sie den ganzen Lebensbalken hat. Welches Item ist denn das? Das würde mir schon sehr viel helfen in manchen Situationen. Dann geht's weiter runter pro Tod. Ja, aber die Menschlichkeit darf ich ja nicht benutzen, weil die braucht man ja für irgendeinen Boss, um den zu besiegen. Ein Ring, der ist beschränkt. Ja, den habe ich halt, ne? Normalerweise nimmt er ja einem die Hälfte des Lebens, das Spiel. Den habe ich zum Glück. Da hat irgendwer damals in den YouTube-Kommentaren. Ich glaube, es geht noch weiter. Also das, was ich gesehen habe, dachte ich. Julius, das musst du einen Sepp fragen. Der hat gemeint, dass man das braucht. Für irgendeinen Boss. Für jeden Versuch eine Menschlichkeit. Ach, fuck off, ey. Ach, schon wieder so ein dummer Dark Souls 2 Treffer, ey. Er ist so ärgerlich. Und dann, ach, das, nee. Es ist schon wieder an einem Punkt angelangt, bei dem ich mich selber so hart nerve mit meinen Beschwerden über Spiele. Nur auf 100, nachdem du so ziemlich alles im Game gemacht hast, das ist dann so epilogmäßig, also ist das auch irrelevant für den First Playthrough, was anderes, um den Fluch zu beschränken, gibt's eigentlich nicht. Eisenkorridor Leuchtfeuer. Eisenschloss? Nee. Wait, Eisen. Eisenkorridor. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich hier bin. Ah.
Oh nee, ich erinnere mich. Ich bin hier reingehüpft und... Das hier ist doch das dritte DLC, dachte ich. Und dann geht da vorne die Dinger auf und ich glaube hier lang muss ich, weil da vorne war... Da vorne sind dann die Zellen aufgegangen, da kamen dann lauter Boys raus und hier sind auch ein Haufen Boys. Ich schaue mich mal ein bisschen weiter um. Warum bin ich jetzt... Warum bin ich so langsam? Och man, jetzt gibt's hier noch irgendeine Mechanik, die mich langsam macht. Oh! Ach, das ist das zweite. Okay, ich dachte, das wäre das dritte. Hallo, ich will dich anvisieren. Ich drück drauf. Ach, Mann, Spiel. Nee, warum bist du jetzt hier vorne? Was bist du für einer? Was ist hier los? Warum kriege ich hier, wo kriege ich Schaden her? Nee, da steht einer mit... Leute, ne? Fast entdeckt, sagt er. Ja, wie gesagt, also Julius, ich hätte einfach nach einer Stunde Dark Souls 2 hätte ich einfach ausmachen sollen. Das wäre für die Gemütsruhe tausendmal besser gewesen. Hau ihn doch! Ach, ich hab ihn anvisiert und hau gegen die Wand und... Oh, Mann! Nur eine Aufnahme pro Spiel, ja. Nee, Sekiro ist besser geworden. Das ist nicht ganz so schlimm, wobei mich das Spiel bestimmt auch relativ zügig wieder triggert. Haben wir gestern ja gemerkt. Ich habe keine Lust, euch zu bekämpfen, Jungs. Ja, und jetzt werde ich langsam. Aus welchen Gründen auch immer. Habe ich plötzlich Steine an meinen Schuhen. Könnt ihr das bitte... Was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Oh, hier sind die nächsten Kackboys. Wer bist du? Oh nee, der Boss ist hier. Das ist der Boss Run. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh nee, ey. Oh, ich krieg schon wieder Schaden, obwohl ich in der Rolle drin bin, ne? Du kriegst echt zu viel bei dem Spiel. Hier, warum krieg ich hier Schaden? Oh Gott. Oh. Ich hab dir noch nicht mal Schaden gemacht und du wirst wütend? Ehrlich?
Das kann nicht der Boss-Run sein. Das kann nicht der Boss-Run sein. Das darf nicht wahr sein. Hier muss es doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Dass ich nicht da hinten durch muss mit irgendeinem scheiß Gewichtsblödsinn dann vollgemacht werde. Du spuckst echt erst Feuer, wenn ich hier aufmache, ne? Das ist so eine miese Nummer. Und dann kommen da 10 Soldaten auf mich zu. Und wo kommt überhaupt der Typ her, der hier plötzlich hier vorne steht? Weil das ist ja nicht der, der da hinten mit dem Blitzkuh. Da kommt der. Wer ist das und was? Warum meint der, sich jetzt hier einmischen zu müssen? Was soll das? Komm her jetzt! Das ist der Schwerkraftboy. Okay, der ist schon mal weg. Nee, das ist wirklich der Boss-Run hier? Nein. Nein. Gut, ich meine, wenn das vielleicht ein dauertoter Gegner jetzt ist, ist es halb so wild. Wenn ich jetzt hier durchlaufen kann... Nee, da oben steht wieder einer. Scheiße, es ist kein dauertoter Gegner. Es ist kein dauertoter Gegner, leider. Scheiße. Ja, klar. Alter. Ja, und dann ex... Mal gucken, ob der jetzt immer noch tot ist, oder? Wie viel Spaß hast du von 0, von 0 bis 0,1? Ja, das ist so mies, dass ich da einen Treffer krieg. Ja, er ist halt nicht dauertot. Och Mann, ist das bescheuert. Komm jetzt halt her, oder? Und dann steht der da oben auf so einem Ding, wo man nicht hinlaufen kann. Es ist wirklich, also... Noch 13 Mal, dann ist er für immer weg.
Ich habe schon wieder irgendwoher Schaden bekommen. Keine Ahnung. In der Rolle, wo ich eigentlich eventuell irgendwelche Iframes haben sollte. Dieses Spiel ist einfach... Uff. Riesenuff. Ja, okay. Was ist eigentlich Heiligtum eines Drachen? Des Drachen. Das ist das, ne? Das ist auch hier irgendwo. Ne? Keine Ahnung. Dark Souls 2 ist echt eine üble Nummer, ne? Noch kein Julius. Das ist der erste, an dem ich hier stehe. Ich wüsste nicht mal, wo ich andere suchen soll. Nein. Stimmt, ich habe in keinem DLC bisher einen Boss gekillt. Und im Hauptspiel fehlt mir auch noch der ein oder andere. Beim Drachenheiligtum ist auch einer, okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine gute Nachricht ist. Leider nicht. Also der Rauchritter, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist bisher... Ja, wobei dieses Eisengolem-Ding... Also sie hier ist jetzt bisher die schlimmste aus den DLCs. Das ist wirklich... Also das... Ist eine ganz wilde Nummer hier bei ihr unten. Dieses Random-Gegner, dass man sich da nicht drauf vorbereiten kann. Ja, der Rauchritter, der ist wenigstens... Da weiß man, was man erwartet. Also da weiß... Ja, man weiß einfach Bescheid. Was man kriegt. Man kriegt einen Boss, der das tut, was ein Boss tun soll. Und nicht irgendwelche random Ads mit Magieblödsinn und AOE-Zeug und einfach nur da, aus Gründen, die, damit es halt schwer ist, irgendwas reingeknallt, um den Spieler zu nerven. Von der einen Explosion in die andere rein, ne? Oh, sie ist so rare. So, also das ist eine... Oh, ich kann mich an kaum noch... Ja, doch. Doch. Ich kann mich schon noch an ein paar Bosse erinnern. Ich würde mal behaupten, dass sie eine der schlechtesten Bosse ist.
In Dark Souls 2. In dir oder auf zwei entgegengesetzten Seiten. Ich hatte aber auch schon eine in mir und neben mir. Aber vielleicht bin ich auch einfach reingelaufen. Kann auch sein. Ja, du, aber links und rechts von dir. Ja, okay. Normal kriege ich es irgendwie hin, dass sie mich nicht treffen. Das war jetzt gerade... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. In diesem Spiel funktioniert mein Kopf mittlerweile auch anders. Ich vergesse sehr schnell meine Tode, weil... Das wird mich, glaube ich, sonst in den Wahnsinn treiben. Wegen Random. Ach so! Nee, Random ist eher darauf bezogen, was sie tut. Mal kommen drei Skelette, dann kommt wieder der fette Ritter fünfmal hintereinander, dann kommen wieder dreimal die Skelette, dann, also man kann sich da überhaupt nicht drauf vorbereiten, so. Wenn, und dann kann sie auch zehnmal hintereinander die Explosion machen und keine Skelette reinspawnen. Also das, keine Ahnung. Erst dachte ich, sie spawnt erst die Skelette und dann den Ritter, ist aber nicht so. Ich hatte auch schon mal Skelette, dreimal hintereinander, dann nicht. Also, ja, ganz komisch. Natürlich super wichtig, dass wir uns auch noch teleportieren, gute Lady. Dämliches Skelett. Nee, jetzt bin ich... Oh. Oh. Was kann ich denn in diesem Spiel noch machen, um es mir irgendwie einfacher zu machen? Ich nehme alles. Ich nehme echt alles. Ich habe keine Lust mehr hier drauf. Ich will es nicht mehr. Kann man diesen Menschentöter, kann man den irgendwie noch höher als plus 5 machen? Nee, ne? Das ist Max. Ich hätte wirklich nur eine Aufnahme heute machen sollen. In Dark Souls 2. Aus irgendeinem Grund habe ich mir noch eine reingedrückt. Fragt mich nicht. Hexerei-Urne. Ja, das Problem ist, dass dieses Werfen halt auch 100 Jahre dauert, ne? Das bringt hier in dem Spiel gar nichts. Ich habe ja nicht mal, es ist ja nicht mal so, dass ich zu wenig Heilung hätte oder so. Die... Meine Ausrüstung ist mittlerweile gelevelt, hat auch nicht so viel gebracht.
Das Schwert ist hochgelevelt. Ich bin eigentlich ganz gut gelevelt. Ich weiß gar nicht, Level 100 irgendwas, glaube ich. Ja, den Katzenring austauschen, bevor ich zum Boss gehe. Jo. Dann, ich hatte bisher einen Balance-Ring drin, statt dem Katzenring. Weiß ich jetzt nicht. Nee, geht bei der nicht. Die ist schon giftig, aber das Gift prockt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Den vielleicht. Ja, wow, das bringt halt einen Feuchten, ne? Das bringt halt einen Feuchten. Was sind das? Keine Ahnung, ein paar Prozent. Ach nee, nicht doch den, Mann. Kannst du nicht die Skeletto spawnen? Alter. Es. Ach Gott. So, Lady, jetzt mach bitte deinen Scheiß. Weil ich kann nämlich jetzt hier nicht. Ich kann erst heilen, wenn du deinen Scheiß gemacht hast. Weil wenn ich nämlich jetzt. Okay. Ach komm. Plus 1 Version, echt? Hatte ich noch einen besseren? Och nee, Lady, bleib doch da. Ah, plus 3 sogar, lol. Okay, ja, das ist ein bisschen mehr Leben. Ich dachte, das wäre einfach zweimal der gleiche Ring. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Ich meine, ich bin da unten zwar dann nicht geheilt, weil ich ja, ja, wobei, nee, warte mal, ich kann ja einen anderen austauschen. Den zum Beispiel erhöht die Stärke und dann habe ich volles Leben, wenn ich unten ankomme. Ja, das ist, keine Ahnung, kaum erkennbar, dass ich jetzt einen größeren Balken habe, aber... Die geringeren Versionen der Ringe verkaufen, stimmt. Könnte man tun. Absolut richtig. Aber ich lese jetzt so ein bisschen raus, dass mir nichts Essentielles in dem Spiel fehlt, wo man sagen würde, hey, benutze jetzt mal das, weil das hast du die ganze Zeit nicht gemacht, das macht das Spiel schon wesentlich leichter, weil, sondern, ja. Gut, die Ausweichrolle halt noch, da die Beweglichkeit um 6 Punkte irgendwie mal leveln, wenn ich das hinkrieg.
kaum vorstellbar, dass die, dass das Saufen und die Rolle noch weniger Iframes und das Saufen noch weniger, noch länger gedauert hat. Kaum zu glauben, ey. Wahnsinn. Die Stats zurücksetzen und neu verteilen. Okay, ja. Das ist... Wie, wo mache ich das? Das klingt nach einem Hinweis, der wichtig sein könnte. So, welcher war jetzt der Stärkering? Okay. Ja, weil dann könnte ich mal die Stats... Ich weiß nicht, vielleicht hilft es ja ein bisschen einfach. Auf das Katana münzen. Weil das ist so, glaube ich, tatsächlich die beste Waffe aktuell. Ah, ich sterbe jetzt. Am Skeletto. Nee? Ah, nicht am Skeletto gestorben. Okay. An dem anderen Scheiß. An dem anderen Scheiß gestorben, der da kommt, weil man ja auch nicht die Zeit kriegt irgendwie. Und das Skelett dann... Ach. Ach. Okay, also, pass auf. Hier. Okay, bei welcher, bei irgendeiner kann ich, glaube, kann ich hier nicht New Game Plus anfangen? You have proven yourself to the we have little to offer except perhaps these. Gibt's mir was? Kelle der Markt? May they bring fortune to your journey. Wait, what? Du hast mir eine Waffe gegeben, die Kelle der Markt? Lol. Was? Wie? Warum? Okay, keine Ahnung. Still determined, is it? Do you wish to start all over again? Das hier ist das, ne? Punkte neu verteilen. Ja, bitte. Okay, also. Vitalität auf 50 bringen. Nee, hä? Also doch. Vitalität auf 50, sagst du. So. Und dann muss ich die Beweglichkeit. Das ist aber Zauber, ist wahrscheinlich Quatsch. Anpassung. Ja, über Anpassung dann wahrscheinlich. Das auf 100 hochbringen, ne? Weil nicht über Zauber, das ist Slots, Zaubergeschwindigkeit, Fluchresistenz, das ist doch Quatsch. Anpassung gibt mir Resistenzen, Leben. Ja. Ich denke, das macht Sinn. So. Und den Rest in Geschicklichkeit. Mal gucken. Ah, wobei, was ist Max Geschicklichkeit, dass es nichts mehr bringt? Max Geschicklichkeit macht, glaube ich, wenig Sinn. Weil ich will ja auch ein bisschen Ausdauer haben. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen... Oh, das jetzt kann ich jetzt... Ich kann nicht in meinem Inventar reingucken, ne?
Na ja, gut, das ist nicht so wichtig. Ich gehe mal hier auf 17 Stärke. Ich weiß nicht, was ich gebraucht habe. Verbraucht Seelengefäß. Wie viele habe ich denn davon? Weiß ich nicht. Ja, halt die Schnauze. Ich will auf mein Schwertchen gucken. Okay, 11. Es müsste jetzt eigentlich mehr Damage machen als vorher. Jetzt kann ich halt die Dinger nicht mehr benutzen. Wait, das hat S-Geschicklichkeit? Wait. Vielleicht sollte ich das mal noch ein bisschen leveln, ha? Huh? Zwar nur 32, dann macht's ein bisschen Magie, ein bisschen Blitz. Ne, Drakenblut, Großschwert, das ist schon auf Max, würde ich sagen, ne? Das ist schon Max gelevelt mit plus 5, oder? Wenn ich das richtig verstehe. 230, 232, 100. Das ist 2 Schaden mehr, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett, ne? Ist grad wurscht. Und das hier ist 1000-mal schneller als das. Na, wobei... Wenn du noch Belastung oder Kondition brauchst, der Geschick-Breakpoint wäre bei 50 gewesen. Wieso habe ich jetzt da auf 60 geskillt? Das habe ich doch machen müssen. Achso, weil ich einfach weil ich hochgeballert habe. Ah, okay. Naja, bis jetzt, ich würde sagen, es sieht gut aus. Rolle ist schnell. Ich weiß nicht, ob dieses Schwert hier vielleicht ein bisschen mehr bringt. Wir probieren es einfach mal jetzt, weil das hat ja Geschick S. Wie viel mehr Schaden ich jetzt mache, wahrscheinlich nicht besonders viel, aber... Jetzt habe ich zumindest die vollen Iframes bei der Rolle. Und ich trinke nochmal einen Ticken schneller. Einen winzigen Ticken schneller. Weil das war ja aber das wirklich, also dürfte ich nicht bemerken. Probier es nochmal. Ich probiere das jetzt ganz kurz einmal mit dem anderen Schwert nochmal aus. Weil mir schien das jetzt nicht langsamer zuzuhauen wie... Ach scheiße, ich habe den falschen Ring getauscht. Ja, aber so viel mehr Leben bekomme ich. Ja. Bei 94, okay, das ist so ein krasser Unterschied im Wert. Ah, wild. Also 0,3 Sekunden schneller sollte es jetzt bei 100 sein, tatsächlich. Das ist ja verrückt. Das habe ich gemacht. Ich bin da runtergefallen, weil ich wieder das volle Leben haben wollte. Ich habe mir auf dem Weg gedacht, dass... Ah, das kann schon nützlich sein, wenn ich das Leben ganz voll habe. Deswegen bin ich da runtergehüpft.
So. Schauen wir mal, was das andere Schwert macht, weil das Gift hat sie irgendwie nicht... Weiß nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da Gift brockt bei ihr. Funktioniert das in Dark Souls überhaupt so wie in allen anderen From-Software-Spielen, dass sich da so eine Leiste füllt? Bei ihr dann auch, so theoretisch wie bei mir? Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr Damage, den ich hier mache mit dem Schwert. Vielleicht hat sie eine Giftresistenz. Gut, das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen mehr Damage und die Rolle müsste ein bisschen mehr Iframes geben und das Trinken sollte jetzt am schnellsten sein und so weiter. Dankeschön, Sepp, für die Unterstützung an der Stelle. In der nächsten Folge werden wir rausfinden, ob es auch was gebracht hat. Und deswegen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.